Hallo und herzlich willkommen bei Chefstaff. Mein Name ist Simon, hinter der Kamera das ist die Elena und wir machen heute zusammen leckere Kartoffelkroketten. Und dafür haben wir hier mal alles, was wir brauchen. Es ist nicht sonderlich viel, es geht super easy, super einfach. Wir haben gerade eben Kartoffeln gekocht. Das sind vorwiegend festgekochte Kartoffeln, mit denen kochen wir am liebsten. Das ist so das Mittelding vom Stärkegehalt. Wir haben hier Butter, die stelle ich jetzt auf den Herd und werde die einmal zerlassen. Kann man ruhig eine Nussbutter machen, das zeige ich euch jetzt, wie es funktioniert. Butter ist jetzt geschmolzen. Jetzt warten wir, bis die Molke so ein ganz klein wenig Kruste bekommt. So, seht ihr das? So ganz langsam bekommt es hier eine Kruste, eine leicht braune Farbe. Riecht leicht nussig, deswegen auch der Name Nussbutter. Los, muss man immer dran denken, nach braun kommt schwarz. Genau, deswegen immer schön dabei bleiben. Also früh genug runter damit vom Herd. Gekochte Kartoffeln sehr gut ausgedampft, das ist immer wichtig bei Kartoffelspeisen. So, dann durch unsere wohlbekannte Presse. So, da machen wir uns jetzt ein bisschen von unserer Nussbutter drüber. Würzen wir uns unsere Masse gleich. Salz, Pfeffer, Kartoffelspeise immer Muskat. Das Ganze vermengen wir jetzt. So, ein bisschen Stärke verteilen. Dann macht ihr sie so dick, wie ihr haben wollt. So zum Beispiel. Dann nehmen wir die, setzen sie uns auf ein Blech. Unsere Krokettenrohlinge wandern jetzt in den Froster. Allerdings dürft ihr sie dort nicht vergessen. Wenn ihr Angst habt, ihr vergesst sie, vielleicht macht ein bisschen Backpapier unten drunter, sonst lösen sie sich später so schlecht. So, also Krokettenrohlinge ab in den Froster. 20 Minuten haben wir hier unsere Rohlinge rausgeholt. Ne? So, das Ganze hat den Vorteil, dass jetzt die Butter angezogen ist. Ihr habt eine schöne kompakte Masse, ohne dass sie zerfleddert oder sich sonst irgendwie zerlegt, wenn ihr das Ganze jetzt paniert. Genauso wie beim Ausfrittieren, dass das Ganze nicht irgendwie auseinanderplatzt oder wie auch immer. Obwohl das Platzen natürlich auch bedeuten kann, dass zu viel Wasser in der Masse noch drin war. Also sie war nicht richtig ausgedampft, zum Beispiel. Gut, auf jeden Fall haben wir jetzt schöne feste Rohlinge. Als allererstes kommen sie in Mehl, dann in Ei und dann mit der anderen Hand ins Paniermehl. Wer die Kroketten ein bisschen gleichmäßiger möchte, der kann das Ganze mit einem Spritzbeutel ausdressieren. Einfach ohne Tülle Spritzbeutel aufschneiden, Masse rein und dann schön einmal drücki drücki machen. Und dann wird das ein bisschen gleichmäßiger. Oder wenn die Sache einfach aus dem Froster rauskommt, kann man sie nochmal ein bisschen nachformen. So Leute, und wenn man sich schon den Aufwand macht und zum Beispiel sich Kroketten zu Hause selbst macht, dann macht einfach ein paar mehr und friert die euch weg. Dabei einfach Backpapier am besten drunter und dann einfach ein bisschen auseinanderlegen, einfrieren lassen und danach schön in eine Tüte oder in eine Schale verpacken. Wir haben hier mal wieder Öl aufgestellt mit einem hohen Rauchpunkt. Ab 160 Grad können wir hier supi frittieren. Wir haben jetzt hier 176, aber über 180 würde ich jetzt auch nicht gehen wollen. Das Ganze kann man, wenn man kein Thermometer hat, auch einfach mit einem Holzlöffel zum Beispiel machen. Ja, wenn es hier so ein bisschen blubbert. Dann haben wir unsere Temperatur erreicht. Rein mit unseren Kroketten und frittieren lassen. So, fertig, schön goldgelb ausfrittiert. Von der Größe muss ich sagen, die ist mir jetzt ein bisschen zu dick. Die Elena hat sie Pummelobst genannt. Aber so sind sie schon ganz schön. Wenn man sie halt mit dem Spritzbeutel auftrisiert, so wie ich es normalerweise auf der Arbeit mache, dann hat man so ein bisschen mehr das Gefühl. Meine Schuld, tut mir leid. Aber auf jeden Fall, so sind sie geil. So und so sind sie vielleicht ein bisschen dick, aber lecker sind die allemal. Folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Abonniert diesen Kanal. Schaut, dass die Kroketten nicht so heiß sind, wenn ihr reinbeißt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.